Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es mal wieder um Lightroom. Ja, wie so oft in letzter Zeit. Ich mache wieder ein paar mehr Lightroom-Videos. Ich hoffe, es gefällt dir. Und wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben geben, falls du weitere Lightroom-Videos sehen möchtest. Und heute geht es mal um eine ganz bestimmte Taste auf der Tastatur, nämlich um die Alt- bzw. um die Optionstaste. Denn in Lightroom kann man ja sowohl mit der Options- oder Alt-Taste sowie mit der Shift-Taste eine ganze Menge zusätzliche Optionen noch freischalten. Und das möchte ich dir heute mal ein bisschen genauer zeigen, was damit alles möglich ist. Ich wünsche dir aber ganz viel Spaß und wenn du es noch nicht getan hast, kannst du auch meinen Instagram-Account abonnieren für weitere Fotos. Jetzt ganz viel Spaß bei dem Tutorial. Ich denke mal, du wirst es schon oft mitbekommen haben, dass ich die Alt-Taste oder die Optionstaste sehr oft erwähne, wenn ich in Lightroom arbeite. Zum Beispiel, das ist jetzt hier mal so die einfachste Geschichte, können wir ja unsere Weiß- und Schwarzpunkte setzen. Und wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen die Tiefen auffälle, die ich da mal noch so ein bisschen abdunkel, dann drücke ich ja eigentlich immer die Options- oder die Alt-Taste. Und jetzt kann ich hier meinen Weißpunkt und meinen Schwarzpunkt setzen. Und wenn ich dabei die Alt-Taste oder die Optionstaste drücke, dann sieht man jetzt hier eine Art Maskenansicht. Und diese Pixel, die jetzt hier erscheinen auf dieser schwarzen Oberfläche, das sind Stellen, die jetzt zum Beispiel hier komplett weiß schon sind und ausgebrannt sind. Genauso gut kann ich das hier auch mit dem Schwarzwert machen. Wenn ich dabei die Alt-Taste drücke, dann siehst du auch hier eine weiße Ansicht. Und all diese schwarzen Pixel, die jetzt hier zum Vorschein kommen, das sind die Stellen, die jetzt hier schon komplett schwarz sind im Bild. Damit kann ich also zum Beispiel sehr, sehr gut schon mal feststellen, wie ich mein Weiß- und mein Schwarzpunkt setzen muss, um es technisch sauber im Histogramm hinzubekommen. Genauso kann ich aber auch die Alt-Taste drücken, wenn ich jetzt hier meine Lichter habe, dann sehe ich hier das Gleiche auch nochmal. Und auch bei den Tiefen könnte ich das theoretisch hier machen. Du siehst jetzt hier, wenn ich jetzt die Tiefen weiter aufhelle, dann verschwinden diese schwarzen Punkte hier wieder so ein bisschen. Genauso habe ich auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier in die Details mal reingehe, das Bild beim Schärfen noch genauer zu kontrollieren. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal den Betrag nehme und dabei die Alt-Taste drücke, dann siehst du, wie das Bild hier schwarz-weiß angezeigt wird, temporär. Und damit kann ich einfach die Schärfe besser beurteilen, denn ich muss nicht mehr auf die Farbe achten, sondern ich habe wirklich nur noch die Struktur im Bild, worauf es ankommt und kann damit wirklich die Schärfe bzw. den Betrag der Schärfe hier besser beurteilen. Genauso gut funktioniert das auch mit dem Radius. Hier finde ich das sogar noch ein bisschen besser, weil man die Ansicht besser beurteilen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Radius nach oben drehe, dann siehst du, wie die Schärfe wesentlich gröber wird. Also wir haben jetzt hier diese Kanten, die werden einfach dicker, der Radius von den Kanten wird dicker und damit haben wir eine gröbere Schärfe im Bild. Wenn ich den Radius jetzt weiter runterdrehe, dann wird das Ganze sehr, sehr fein dargestellt. Bei den Details sieht es ähnlich aus, da habe ich auch diese Grauansicht und kann jetzt hier, wenn ich die Details nach oben drehe, viel besser sehen, wo die Details zum Vorschein kommen, also besonders hier in der Skyline sieht man es relativ gut und auch hier im Vordergrund so ein bisschen in den Steinen. Und besonders gerne nutze ich das Ganze natürlich beim Maskierenregler, denn da habe ich wieder diese Schwarz-Weiß-Ansicht und alles, was jetzt weiß ist, ist noch von dieser Schärfe betroffen. Alles, was schwarz ist, wird von der Schärfe ausgeschlossen. Bedeutet auch hier, kann ich wirklich bei allen vielen Reglern die Alt-Taste drücken und habe dabei immer eine andere Ansicht. Genauso gut kann ich das hier auch bei der Rauschreduzierung nutzen. Das heißt, auch bei der Rauschreduzierung bekomme ich eine Schwarz-Weiß-Ansicht und kann mich also dementsprechend besser auf die Struktur des Bildes konzentrieren, nicht mehr auf die Farben und habe damit einfach ein besseres Ergebnis und eine bessere Kontrolle. Dann gehen wir mal weiter. Du hast es vielleicht schon mitbekommen, wenn ich jetzt hier die Alt-Taste drücke, dann verändert sich auch hier zusätzlich die Beschriftung in den einzelnen Bereichen. Zum Beispiel hier in dem Bereich Tonwert, den kann ich jetzt einzeln zurücksetzen. Normalerweise sagt man ja immer, wenn ich jetzt hier noch so ein bisschen Struktur, ein bisschen Dunst entfernt noch reinbringe, ein bisschen Klarheit vielleicht noch, dann sieht das Ganze schon ganz gut aus, vielleicht noch ein bisschen Dynamik rein, so. Jetzt möchte ich aber vielleicht nur den oberen Bereich hier, den Bereich Tonwerte nochmal resetten oder zurücksetzen. Und das kann ich tun, indem ich hier die Alt-Taste drücke und dann kann ich jetzt hier wirklich nur den Bereich Tonwert zurücksetzen. Der Bereich Präsenz, der bleibt davon völlig unbetroffen. Kann ich jetzt einfach mal machen, Alt-Taste drücken und dabei jetzt hier oben draufklicken und dann haben wir wirklich nur diese Regler hier oben in diesem Bereich zurückgesetzt, aber hier den Bereich Präsenz, den haben wir noch komplett drin. Schauen wir uns mal noch ein paar weitere Möglichkeiten an. Ich gehe jetzt hier mal in die Gradationskurve rein und in der Gradationskurve habe ich ja die Möglichkeit hier relativ gut auch das Bild in der Belichtung nochmal zu verändern, im Kontrast zu verändern. Und das Problem ist jetzt eigentlich immer, was ich jetzt hier mal so sehe, ich kann hier diese Gradationskurve nicht größer machen. Ich kann also nicht hier noch genauer arbeiten, indem ich jetzt hier diese Gradationskurve größer mache oder kleiner mache. Was ich aber machen kann, ich kann die Alt-Taste drücken. Und dann habe ich hier die Möglichkeit,
genauer und präziser mit diesem Punkt zu arbeiten. Das heißt also, ich drücke jetzt hier die Alt-Taste und dabei verschiebt sich dieser Punkt wesentlich geringfügiger, als wenn ich das jetzt hier ohne die Alt-Taste mache. Dann springt er hier wirklich schnell hin und her. Ich lasse jetzt die Alt-Taste hier los. Wenn ich jetzt aber die Alt-Taste wieder drücke und dann hier nach oben ziehe, dann kann ich wesentlich genauer hier also tatsächlich auch mit dieser Einstellung arbeiten und kann diese Kurve hier viel genauer platzieren. Also auch hier würde ich dir mal empfehlen, wenn du mit der Gradationskurve in Zukunft arbeitest, drück mal die Alt-Taste dabei und du kannst einfach wesentlich genauer hier dann deine Einstellung machen und den Punkt wesentlich genauer setzen, so wie du es gerne hättest. Eine weitere Möglichkeit, die wir haben mit der Alt-Taste ist, wenn ich jetzt hier mal einen Verlaufsfilter mir aufziehe und vielleicht hier einfach mal noch den Himmel so ein bisschen abdunkel, ja, dann werde ich jetzt hier einfach mal einen Verlauf aufziehen und dabei aber mal die Alt-Taste drücken. Und dann wirst du sehen, dass wir jetzt hier einen Verlauf haben, der sich von der Mitte nach oben und nach unten aufzieht. Das ist auch eine sehr schöne Sache, wenn ich also eher bestimmen möchte, ganz genau, wo mein Mittelpunkt von diesem Verlauf ist, also genau da, wo der Verlauf zu 50% angewendet wird, dann einfach mal die Alt-Taste dabei drücken und dann zieht sich der Verlauf nach oben und nach unten auf, also aus der Mitte heraus. Das kennt man vielleicht aus Photoshop. Wenn man da eine Auswahl zum Beispiel aufzieht und dabei die Alt- oder Optionstaste drückt, dann wird diese Auswahl auch aus der Mitte heraus aufgezogen. Genauso verhält es sich hier auch in Lightroom. Wenn ich dabei noch zusätzlich die Shift-Taste drücke, dann wird dieser Verlauf auch ganz automatisch hier genau gerade ausgerichtet. Jetzt habe ich zusätzlich noch die Möglichkeit, wenn ich die Alt-Taste drücke und dann hier mal auf diesen Punkt in der Mitte gehe und dann nach rechts oder nach links ziehe, dass ich hier automatisch die Belichtung verändern kann. Das ist auch noch eine ganz schöne Sache, wie ich finde. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht extra nochmal mit dem Mauszeiger nach rechts gehen und die Belichtung da verändern, sondern ich kann hier direkt die Belichtung quasi in dem Verlauf im Bild ändern, indem ich jetzt hier die Alt-Taste drücke und dann nach rechts oder nach links mit der Maus ziehe, dann kann ich hier automatisch auch die Belichtung verändern. Ist eine ganz schöne Sache, wie ich finde, und spart manchmal noch ein bisschen Zeit. Und wenn wir schon bei den Werkzeugen, bei den selektiven Werkzeugen sind, dann würde ich jetzt auf jeden Fall auch nochmal natürlich auf den Pinsel hinweisen. Ich kann jetzt hier also mit dem Pinsel zum Beispiel mal reinmalen, so ein bisschen in die Skyline hinten und werde jetzt hier noch so ein bisschen Struktur, ein bisschen Belichtung reingeben, einfach um das Ganze hier so ein bisschen noch zu betonen. Das ist natürlich jetzt hier sehr doll eingestellt. Automatisch Maskieren lasse ich mal drin, aber die weiche Kante, die werde ich jetzt hier mal wieder auf 100% stellen, damit wir hier ein bisschen bessere Ergebnisse bekommen. Aber ich werde das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen aufhellen noch. Ist jetzt hier vielleicht natürlich auch ein bisschen übertrieben, aber du siehst, was ich meine. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel mal ein bisschen rübergemalt in den Himmel. Und wenn ich jetzt die Alt-Taste drücke, dann kann ich aus diesem positiven Pinsel quasi direkt einen negativen Pinsel machen, kann das Ganze also direkt wieder rausradieren hier. Und dafür muss ich einfach nur die Alt-Taste drücken, dann siehst du auch schon, wie der Pinsel hier ein Minuszeichen bekommt und ich kann das Ganze quasi umdrehen. Und ein letzten Tipp, den ich noch habe, dafür gehe ich jetzt aus dem Pinselwerkzeug hier nochmal wieder raus, ist die Teiltonung. Das habe ich dir vielleicht auch schon mal in dem einen oder anderen Video gezeigt. Wenn ich jetzt hier eine Teiltonung einstellen möchte, dann kann ich am Anfang den Farbton hier hin und her regeln, wie ich möchte. Dadurch, dass die Sättigung hier auf 0 steht, habe ich keine Möglichkeit zu sehen, wie in den Lichtern der Farbton dann im Endeffekt aussieht. Das heißt, ich müsste jetzt hier eigentlich immer erstmal die Sättigung so ein bisschen nach oben drehen, um dann hier den Farbton zu verändern. Das ist natürlich relativ mühselig. Was natürlich aber auch geht, ich kann hier einfach die Options- oder Alt-Taste drücken und dann hier den Farbton einstellen. Dann siehst du hier temporär diesen Farbton immer mit 100%iger Sättigung. Damit kann ich den jetzt hier erstmal so ein bisschen einstellen. Ich könnte das Ganze jetzt hier zum Beispiel mal ja, auf so einen Orange-Gelb-Wert einstellen. Wenn ich jetzt die Alt-Taste wieder loslasse, wird das Ganze natürlich wieder ohne Sättigung angezeigt. Ich kann jetzt im Nachhinein aber die Sättigung dann so weit reindrehen, wie ich das gerne hätte. Ja, zum Beispiel hier mal so auf, weiß ich nicht, 25 ungefähr, sieht ganz gut aus, vielleicht den Farbton noch ein bisschen weiter rübersetzen und dann habe ich hier schon ein ganz gutes Ergebnis. Genau das gleiche könnte ich jetzt hier auch den Schatten nochmal machen. Hier will ich so einen schönen bläulichen Ton drin haben, vielleicht so ein bisschen mehr Richtung Türkis und dann kann ich auch hier die Sättigung reindrehen und dann haben wir hier ein schönes Ergebnis, wie ich finde. Das waren jetzt hier einfach mal ein paar Tipps, wie man die Options- oder Alt-Taste in Lightroom nutzen kann. Es gibt mit Sicherheit noch sehr viele weitere. Vielleicht finde ich auch selber noch ein paar weitere heraus und mache dazu vielleicht nochmal einen zweiten Teil. Aber ich denke mal, damit kann man schon eine ganze Menge arbeiten und das Leben in Lightroom ein bisschen einfacher machen. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben.
Und falls du noch Fragen hast, einfach unten in die Kommentare damit, falls noch irgendwas offen ist. Vielleicht kennst du auch noch weitere Tipps und Tricks, die man mit der Alt- bzw. vielleicht auch mit der Shift-Taste machen kann. Dann schreib sie unten in die Kommentare, würde mich interessieren. Dann können wir das vielleicht so ein bisschen erweitern noch. Und ansonsten, wenn du es noch nicht getan hast, natürlich auch den Kanal abonnieren. Dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in genau diesem nächsten Video zusammen wieder. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren, beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.